Okay, hallo, wir sind das Team QR-Hand. Genau, das ist Oskar, das ist Thomas, das ist Pascal und ich bin Finn. Genau, wir wollen auf eine spielerische Art Menschen dazu bewegen, rauszugehen und ihre oder irgendeine andere Stadt mehr zu erkunden. Unsere Lösung für dieses Problem war eine Website, bei der man QR-Codes von einer Sehenswürdigkeit scannen kann. Dann erfährt man, wer, und durch ein Punktesystem hat man dann auch die Motivation, weitere QR-Codes zu scannen und neue Orte zu besichtigen. Genau, die Technologie dahinter kommt jetzt als nächstes. Fürs Backend haben wir SQLite genommen als Datenbank. Die API, die wir dafür entwickelt haben, haben wir in Rust geschrieben und der Webserver läuft auf ActiveX Web. Das Frontend ist in React.js bzw. Next.js geschrieben und dementsprechend in der Programmiersprache JavaScript bzw. TypeScript. Dann gibt es hier noch ein paar Codebeispiele von unserem Frontend und Backend. Und wenn ihr den gesamten Code sehen wollt, dann könnt ihr auch bei unserem GitHub-Repository vorbeischauen und ja. Als nächstes wollten wir euch noch eine kleine Live-Demo dazu zeigen. Und zwar, wenn man auf die Website als erstes, wenn man die als erstes besucht, wird man von einem wunderschönen UI begrüßt. Zum Beispiel, wenn man herunterscrollt, sieht man unsere Motivation unter anderem und zwei Knöpfe, einmal zum Account erstellen und zum Anmelden. Dort kennt ihr das bestimmt. Ihr habt euch, denke ich mal, bei sehr vielen Webseiten schon angemeldet, einen Account registriert, etc. Einfach den Namen eingeben und das Passwort. Genau. Wenn das fertig ist, kann man auf das Nutzerprofil gehen, um sich den Namen anzuschauen oder zum Beispiel bei der Null, wie viele QR-Codes man bisher eingescannt hat. Dann kann man auf Scannen drücken, die Kamera aktivieren, um einen einzuscannen, wie jetzt gemacht wird. Ein wichtiger Punkt dabei wäre es, dass ihr am besten nicht jeden QR-Code einscannt, der draußen rumhängt. Dort werden sehr viele Viren verbreitet. Genau, ja. Wenn man dann den eingescannt hat, sieht man zum Beispiel ein Bild, den Namen von der Sehenswürdigkeit in der Nähe des QR-Codes, eine kleine Beschreibung. Und das war's. Man kann das auch nochmal einscannen, falls was schiefgelaufen ist. Ja, hier hat sich das jetzt noch geupdatet, dass wir jetzt einen eingescannt haben. Genau, zum Schluss wollen wir uns noch bedanken bei Vincent, unserem Mentor, der uns technisch wie mental sehr geholfen hat. Und natürlich an das ganze JugendHackt-Orga-Team, ohne die das hier gar nicht möglich gewesen wäre. Vielen, vielen Dank. Ich finde, was bei euch besonders aufgefallen ist, ist, wie schön eure Website geworden ist. Also ich finde, das ist, vielleicht können sich andere nochmal eine Scheibe von eurem Projekt abschneiden, wie schön ihr sie designt habt. Und natürlich ist auch euer Inhalt sehr cool. Vielen, vielen Dank.